Ich möchte jetzt aber sprechen mit Klaus Scherer vom Norddeutschen Rundfunk. Der Kollege sitzt in Hamburg und war verantwortlich für diesen Film, hat ihn gemacht. Schönen guten Morgen. Morgen. Ja, also Inside Rheinmetall, wie kommt man an einen solchen, doch sagen wir mal recht verschwiegenen Konzern heran? Naja, man schreibt, was man machen möchte an die Presseleute und sie haben tatsächlich geantwortet. Ich bin dann hingefahren und wir haben doch einiger Zeit damit verbracht, zu umreißen, was geht und was nicht geht. Es war klar, wir müssen überall Fragen stellen können, die wir wollen, auch spontan. Es darf keine abgesprochenen Fragen geben. Umgekehrt müssen wir natürlich Geheimnisschutz einhalten, Sicherheitsauflagen einhalten. Wir haben Waffen den Konzern verlassen sehen, Züge, auch Munition und durften nicht melden, dass das jetzt rausging. Daran haben wir uns gehalten. Das war tragfähig und ich finde, es hat sich gelohnt. Ja, waren interessante Bilder, die wir da gerade eben auch gesehen haben. Es klang ja eben auch an, wir haben da gedreht, wo bisher noch kein Kamerateam hin durfte. Was lernt man da so als Reporter? Na, ich habe zum Beispiel gelernt, wie solche Panzermunition funktioniert. Da ist ein Pfeil drin aus Metall. Das Pulver dient nur zur Beschleunigung. Wenn der auf ein Haus trifft, erklärt mir der Verantwortliche, dann passiert da gar nichts. Da ist ein Loch drin, ein kleines. Aber wenn er auf einen Panzer trifft, dann hat es Splitterwirkung und Hitzewirkung. Sprich, die Besatzung verglüht sozusagen. Das sagt er nicht so. Er sagte mir das so, ich sag mal, mit der gleichen Korrektheit wie ein Mensch im Baumarkt mir auch einen neuen Dübel erklären würde. Wir haben aber auch andere Leute getroffen, die verantwortlich sind, beispielsweise für Panzer. Einer, der war früher selbst bei der Bundeswehr, war in Afghanistan. Er war im Marder-Panzer selber im Einsatz und sagt so ehrliche Sätze wie, am Anfang macht das Spaß. Man hat ein Kettenfahrzeug, ist wie Baggerfahren. Sagt, ist eine dumme Antwort. Ich weiß, wenn wir im Krieg sind oder wenn man im Krieg ist und der Ernst fängt halt an, wenn man zum Gefecht raus muss. Aber wir bemühen uns natürlich, dass Leopard zum Beispiel oder andere Fahrzeuge, die sie herstellen, dass es eben sicherer ist als das auf der Gegenseite. Das ist die Motivation, einen guten Job zu machen. Und ich glaube, das kann man ihnen abnehmen. Das war eben ein interessanter Vergleich mit dem Mitarbeiter da im Baumarkt. Ihr habt ja auch mit Mitarbeitern bei Rheinmetall gesprochen. Das war ja diese Voraussetzung, dass man sich hinstellt und sagt, wir dürfen überall Fragen stellen und vorgefertigte gibt es eben nicht. Wie habt ihr die wahrgenommen? Also wie sehen sich die Mitarbeiter selber? Wirklich, ist das für die ein normales Geschäft, was sie da betreiben? Und was hat jetzt diese Zeitenwende, die da ja auch angesprochen wurde, mit denen gemacht? Naja, manche bringen das tatsächlich in Verbindung mit dem, was sie abends in der Tagesschau sehen. Andere sagen, es ist ein Job wie jeder andere. Hin und wieder fällt mir noch der Satz, der immer fiel, wenn wir nicht machen, machen wir es nicht machen, machen andere, aber das ist die Ausnahme. Ich habe wissen wollen, tatsächlich, wie sie diese Wende erleben. Und sie sagen, ja, wir hatten hier Demos vor der Tür. Das war nicht schön. Manche haben auch im Kegelclub nicht erzählt, für wen sie arbeiten. Heute sagen sie, werden wir gefragt, gibt es was Neues bei Rheinmetall? Man kann das schon greifen, dass sie mehr Wertschätzung bekommen öffentlich und dass sie sich darüber auch freuen. Was macht das mit denen? Freuen die sich tatsächlich nur oder bedrückt sie das eben auch, dass sie solche Waffen herstellen, die am Ende tatsächlich Menschen töten? Naja, es sind auch Waffen, die, ich sag mal, Menschen neben retten können, weil sie gegen Angriffe verteidigen und weil sie auch von Angriffen abschrecken können. Ich habe das den CEO Papperger auch gefragt. Natürlich, ich sag, was fasziniert Sie an dieser Kriegstechnologie? So dramatisch, er sagt, Technologie ist ein Technologiekonzern. Die Antwort gibt er wahrscheinlich seit 30 Jahren. Also hake ich nach und sage, aber ein Panzer ist eine Tötungsmaschine, sie greift ja an. Und er sagte, ja, sie kann töten, aber sie verteidigt in dem Fall. Er sagt, wir beliefern ja überwiegend die NATO und das ist kein aggressiver Verbund. Überwiegend heißt aber auch, und das wird auf Aktionärsversammlungen deutlich, wenn kritische Aktionäre Fragen stellen, die wir auch begleitet haben. Wir haben auf so einer Aktionärsversammlung, die online stattfand, gedreht. Das hat auch noch keiner gemacht, durfte noch keiner. Und da kommt dann eben auch zur Antwort,
beantworte Geschäftsgeheimnisse, wenn es um Lieferungen meinetwegen nach Saudi-Arabien geht oder an Beteiligte in der Golfregion, Jemenkrieg und so weiter. Also es gab da keine Tabus. Wir haben vieles angerissen und meine Rolle war die desjenigen, der Fragen stellt. Ich bin kein Richter und wir sind, glaube ich, dahin gekommen, dass jeder, der sich das anguckt, unbefangen sagen kann, ja, bis dahin nehme ich das mit, das ist mir neu, das finde ich nachvollziehbar. Und gut, da habe ich meine Zweifel, ob das wirklich die richtige Antwort war.